Anwesenheit der PIA im aktuellen Ausbildungssystem auch nach der Reform nicht angemessen vergütet werden wird. Weiterhin prangern wir das Fehlen jeglicher Regelung zur Beseitigung der aktuellen prekären Lage der PIA an, die vom momentanen Gesetzesentwurf nicht im geringsten profitieren, sondern im Gegenteil unter enormen Zeitdruck gesetzt werden. Die Betroffenen benötigen die Sicherheit, dass sie ihre psychotherapeutische Ausbildung erfolgreich beenden können oder unter Anerkennung ihrer Leistung in die neue Struktur aufgenommen werden können. Wir appellieren an das BMG, auf die Forderung der Studierendenschaft und der PIA einzugehen, denn wir sind die Experten für unsere Ausbildung. Wir kennen das System am besten und wir sind am Ende die Leidtragenden. Wir sind hier. Wir sind da.